BASF will in Deutschland 1800 Stellen streichen und einige Anlagen am Stammwerk Ludwigshafen schließen. Der Grund dafür sind jedoch nicht die gestiegenen Gaspreise, sondern hausgemachte Probleme wie die fehlende Modernisierung, eine verzögerte Digitalisierung und der Ausbau erneuerbarer Energien. Der Ukraine-Krieg brachte BASF unvorhergesehene Belastungen, die das Russland-Geschäft und Tochterunternehmen Wintershall-Dea betreffen. Trotzdem verdiente BASF im vergangenen Jahr knapp 7 Milliarden Euro. Der Konzern möchte 3 Milliarden Euro an Dividenden an seine Aktionäre ausschütten. BASF kann seine Anlagen in Ludwigshafen mit rund 30% weniger Gas betreiben als 2021. Die Gaspreise sind wieder unter das Niveau von vor dem Ukraine-Krieg gefallen. Der Hauptgrund für die Produktionsstilllegungen sind dringende Modernisierungen in Deutschland und Europa, die zu lange verschleppt wurden. BASF kritisiert die deutsche und europäische Politik wegen der Verzögerungen bei der Digitalisierung, beim Ausbau erneuerbarer Energien und der Infrastruktur. Die Wettbewerbsfähigkeit der Region Europa leidet zunehmend unter Überregulierung. BASF will weltweit rund 2600 Stellen streichen, den Großteil davon in Deutschland. Trotz der Stilllegungen spielt das Werk in Ludwigshafen eine wichtige Rolle für die Zukunft des Unternehmens, da es viele bahnbrechende Projekte testet. BASF betont auch die Bedeutung des neuen chinesischen Werks in Zhangjiang.